Das scheint ja immer nebliger zu werden. Etwas weiter Richtung Osten kommt auf der rechten Seite ein Haus an der Straße. Dort machen wir erstmal eine kurze Pause und eine Rundumsicherung einrichten. Alles klar. Aber nur mal so, diese Formation sieht gerade extrem professionell aus. Maschine, wer sichert das Haus? Crazy. Nein, ich stelle mich hier nur in Overwatch. Also geh mal sicher und danke. Was gleich rein? Zu der Stadt. Haben die hier alle keine Tür mehr? Naja, da ist es so warm, die brauchen keine. Scheint so. Scheint so, sonst hätten sie bestimmt welche. Ist doch ein reiches Land. Na dann geh mal rein und alles mach mal klar. Ansage hier. Ich höre ja Kontakte. Richtung Westen. In den Türmen kann ich bis jetzt noch nichts erkennen. Scheint doch jetzt gerade frei zu sein in den Türmen allerdings so. Okay. Ist sauber. Moment. Achtung! Explosion! Ja, ich bin okay, ich komme wieder runter. Circa Richtung 220 Grad. 30 Meter von meiner Position weg hinter der Mauer. 220. Okay. Feindkontakte im Südwesten Nahbereich. Oh, Granateneinschläge. Von deiner Position aus jetzt hier hinter der Glocke fangen, ich versuche mal den Ifrit auszumachen und den dann aus. Ein Soldat ausgeschaltet, RPG Mann! Abschuss, der hat einen Titanwerfer, den könnten wir richten. Habe Position. Habe Kontakte, Südosten. Sorry, falscher Kontakt, tut mir leid. Hier, Funky, ja, bitte Abschussgenehmigung für Raketenwerfer, kommen. Positiv. Ich hab Glück, dass ich ein schlechter Schütze bin. Hier, Funky, Abschuss bestätigt. Gute Arbeit. Achtung, Freund von hinten. Oh, da sind wir ja direkt schon an der Motherfucking Base. Richtung Südwesten hier in dem Gehöft an der kaputten Mauer in Stellung begeben. Dort die nähere Umgebung im Auge behalten. Der Rest wird sich erstmal Richtung Westen zum nächsten Haus begeben. Dort die Stellung sichern. Sobald dies passiert ist, werde ich die MGs nachziehen. Ihr rückt vor und gibt Deckung. Erstes MG steht. Zweites MG in Position. Achtung, ich geh fahren. Frankie, du bist verletzt, lass dich mal nachschauen. Vor allem nachschauen. Was ist heute mit mir los?
Für alle, die jetzt hier stehen, sobald ihr Feindkontakt seht, Feuerstatus grün, Feuer sofort eröffnen. Verstanden. Deckt auch jemand hier Richtung Osten ab? Ja, da gucke ich zwischendurch immer mal wieder. Ui. Achtung, Schüsse! Schüsse direkt aus der Basis voraus! Hans, guck dir mal den Killerfunk hier an. Ich versuche ihn zu identifizieren. Okay, gut. Vielen Dank. Mike, von wo kannst du besser operieren? Kannst du von, hast du von hier Einsicht oder willst du mit uns vorrücken? Nicht wirklich viel. Ich würde sagen, am liebsten mit euch vorrücken. Okay, dann Killer Funky, Mike, wie gesagt, das Haus Richtung Westen sichern. Hans und ich werden in 20 Meter Abstand nachrücken. Alles klar. Verstanden. Ich bin hinter dir, Funky. Ah, ich schau mal nochmal eine Runde. Wenn ihr hier schießen konntet, dann konntet ihr auch hier gucken. Ja, der muss irgendwo unter, um den Turm rum sein, um den vorderen Turm. Klar, wir gehen los. Vorsicht, jo. Hier rechts von uns ist die verdächtige IED. Fängt jetzt an zu pissen. Ja, bei mir auch. Jo, bei mir auch. Achtung! Seht ihr was? Nee, aber der ist direkt voraus, irgendwo bei der Basis, direkt hinter den Gebüschen. Können wir mal Sperrfeuer reingeben? Richtung 235 circa, rechts unter dem Turm, da habe ich gerade Schüsse an so einer an so einem Pfosten abprallen sehen. Irgendwo da in den Büschen auf jeden Fall ist der. Okay. Sperrfeuer reinjagen. Von mir aus. Reicht erstmal. Dann. Han? Ja. Komm, wir rücken mal hinterher. Achtung, Kreuze. Verstanden. Das sind unsere Leute. Hier, Funky, ich glaube, ich hab den Schütz. Also auf jeden Fall ein bestätigter Abschuss. Es steht nur in Frage, ob der Schütze war, der uns beschossen hat. So, verstanden. Schade mit dem Nico, dass der hier so Probleme hat. Ja, das finde ich extrem schade. Nico, wenn du noch im TS bist, wenn ich probiere mal über Steam abzuchecken, ob dein Arma 3 in Ordnung ist, hier so eine Dateiüberprüfung zu machen. Vielleicht bringt dir das was. Jo. Beide MG-Schützen bitte auf das Gebäude von euch aus westlich nachrücken. Ja, gehen wir. Ja. MG-Team rückt nach. Sind jetzt am Gebäude? Freunde! Ja. Dann einer von euch beiden guckt mal bitte hier in dem Haus, wo ihr jetzt vorsteht. Oben von der Etage müsste man gute Sicht auf das Lager haben. Ist das MG oder der Mike? Mike ist jetzt gerade hoch, meine ich. Ja, Loki, guck du auch mal oben, ob du dich da noch hinlegen kannst. Gut, kurz zum Plan. Ich werde jetzt gleich den Scharfschützen und Loki hier in dem Gebäude lassen. Der Rest wird jetzt gleich in das Lager vorrücken. Wir werden dort Gebäude für Gebäude sichern. Und sobald dies getan ist, das Ganze als sichere Zone markieren und dort erstmal ein weiteres Vorgehen besprechen. Loki, Mike, habt ihr Sicht? Ja. Relativ begrenzt. Wie ist denn das Gebäude rechts? Stehen Bäume vor. Okay, dann bleibe ich hier. Ja, und unten brauchen wir aber keine Fenster in Richtung Base.
Gut, dann Angriffsteam, Bad Red vorne, dann Killer Funky, dann ich, dann der Hans. Wir rücken jetzt hier vorne südwestlich aus unserem Gehöft raus, direkt in das Lager rein und werden dann, wie gesagt, Gebäude für Gebäude sichern. Okay, Bad Red ist bereit. Gut, alle da, los geht's. Los. Nicht erschrecken, hier liegt jetzt gleich mitten im Lager halt ein Soldat. Also nicht, dass jetzt eure Magazine entleert auf den, den ich gerade abgeknallt habe. Alles klar. Macht euch keine Sorgen, wir hatten euch einen Arsch frei. Schön, dass er das funkt, dafür steht er doch da. Danke, so verstanden. Oh, da hätten wir es eine andere Box. Jo, gesehen. Okay, Killer Funky Bad Red, hier links den Bunker sichern. Verstanden. Also drunter liegt keiner schon mal. Hans, check mal, was in der Kiste drin ist. Warte, man kann die nicht mehr von der Seite aufmachen. Ist wahrscheinlich zu eng wegen dem Geländer. Irgendwas dafür zu gebrauchen für uns? Hier ist sauber. Alles klar. Splittergranaten, Minigranaten. Grenadier haben wir keine. Ja, alles klar. Bei der Berggruppe, dann möchte ich, dass Mike und der Bergdred nach vorne auf die Berggruppe kriechen und schauen, ob sie von dort was sehen. Stopp! Sollen wir schon vorkriechen? Jo. Alles klar. Gut, der Rest hier bleibt, sucht sich mal eine gute Deckung und dann Rundumsicherung einnehmen. Erstellt. Ich höre ein Fahrzeug. Audiokontakt, welche Richtung? Quadbike, Richtung, Südwest. Ah, okay, Südwest. Oh shit. Bam. Irgendwo da rechts ist im Motorengeräusche. Positive Schießzwang absetzen. Ah, okay. Komm, warte. Kurze Info für alle, Elefant und ich haben hier gerade zwei Quads ausgeschaltet. Siehst du was? Moment. Nein, aber hier ist ein Stein, da könnte gute Deckung für uns beide geben. Komm mit. So, schnell jetzt in Richtung Osten habe ich einen Laster, Tanklaster und einen Panzer mit Geschütz gesichert. Dazu noch zwei Infanterieeinheiten. Kommen. Okay, so verstanden. Bist du dir sicher, dass es ein Hunter ist? Kommen. Positiv, ich habe ihn genau vor Augen. Das ist ein Ifrit, Mike. Ifrit, Entschuldigung. Okay, alles klar, habe ich so verstanden. Sonst irgendwelche Kontakte?
Da hinten links steht auch noch ein Transportfahrzeug, ein Zamak. In Richtung Ost-Ost-Nord ein Transportfahrzeug, ein Zamak. Und ich sehe noch einen Kampfjet ganz weit hinten auf 50 Grad. Wir rücken jetzt auf die Position unserer beiden Soldaten da oben vor und werden dann von dort oben in zwei Fireteams aufsplitten. Kampfjet gesagt? Ja, ein Kampfjet. Sieht von hier so aus, guck mal auf 50 Grad weit hinten. Die Rollbahn ganz nach links, am anderen Ende von der Flugstraße. Wir haben doch ungefähr auf Nordosten auf 50 Grad ein Kampfjet gesichtet, kommen. Und mehrere Infanteristen. Okay, habe so verstanden. Bei Mann-Patrouille nähert sich unserer Position, er bitte erlaubt mich, sie auszuschalten. Wo ist denn deine Zwei-Mann-Patrouille? Hier vor uns. Die sehe ich, glaube ich, wegen dem Stein gar nicht. Steigt jetzt auf, ne? Hä? Keine Reaktion, okay. Bei Mann und 8 Schuss, meine Güte. Oh, Explosion, linke Flanke. Ja. Einer ist der Linke. Einschläge, Einschläge, wir sind aufgeflogen. Oh, wir werden beschossen. Der Ifrit schießt. Killer Funky, Walter, dann zusammen. Rückstrahlzone freimachen. Achtung, Ifrit bewegt sich! Rakete nicht getroffen! Ja, kann ja mal passieren. Achtung, Granateneinschläge direkt voraus! Hä, bei mir steht der Ifrit auf der Motorhaube. Wir haben Verletzten! Ich gebe Feuerschutz! Fuck, wir kriegen hier Einschläge rein. Bad Red lädt, ein Mann ausgeschaltet. Kein Spaß, mit dem Snipergewehr, ne, halten die vier Schütze auf. Na, wenn du triffst. Ich treffe, ich hab den die ganze Zeit zucken sehen. Kein Problem, Mike. Ist nicht deine Schuld. Ist der Verletzte schon, alles für Hans, komm. Gut. Ja, will noch eine? Negativ. Ich guck mal nach der Vier-Mann-Patrouille, ob die aufgeschreckt sind. Alles klar, ich schlage vor, dass wir von den beiden Tanklastern mal die Räder wegschießen, um zu gucken, ob da noch welche drin sind. Ich hab auf 60 Grad. Ne, mehrere Feinde sogar. Ein Mann ausgeschaltet. Hinten ein Kampfjet, zwei Infanteristen gesichtet. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Kampfjet? Soll ich die Ernte verpassen? Ja, schalt ihn zur Sicherheit aus. So, was? Siehst du gleich, wo es qualmt? Ja, komm. Ich muss selber suchen. Einschläge. Ja.
nur noch ein Magazin. Okay. Also der Kampfjet scheint wohl irgendwie ein bisschen unempfindlicher gegen die Tanks zu sein. Ansgar. Ihr hört? Siehst du die Firmanpatrouille noch? Also ich kann nicht sagen, dass der jetzt irgendwie Schaden genommen hat. Ach, dem nicht mit anscheinend. Okay. Wir sind nach Nordosten ausgewichen und sind jetzt hinter dem Hügel. Ja, verstanden. Okay, also wir werden jetzt abrücken Richtung Osten, den Berg runter zu den paar Gebäuden und werden dann von dort aus das Flugfeld in Angriff nehmen. Verstanden. Wir noch kurz warten, bis alle wieder da sind. Jawohl. Währenddessen mit Umsicherung. Denkt an die Patrouille aus dem Nordosten. Wie viele Mann waren das, Hans? 4. Alles klar. Atlantis, wir sind da. Okay, alles klar. Dann abrücken. Irgendwie ist mein Name-Tag wieder ausgegangen. Linke Flanke, ein Feind bei der Waschmaschine! Ja. Zwei Feinde bei der Waschmaschine! Drei Feinde bei der Waschmaschine! Rechts von der Waschmaschine an den Büschen! Ja. Achtung, Einschläge! Ein vierter Mann rechts an dem äußersten Busch, AT-Schütze! Ausgeschaltet. Sieht noch jemand was? Ich gebe kurz den Bereich ab. Negativ, scheiß hier mehr. Wartet mal, ich wechsle mal eben auf Fernbild. Das ist aber nicht die Standardausrüstung, du, oder? Was? Ne, Titan haben wir requiriert, weil der andere... Achso, der wäre auch da. Der konnte nur einmal schießen. Hab nur noch 5 Schuss zur Verfügung. Okay, alles klar, verstanden. Was hast du hier, 36? Ne, jetzt G28. Gruppenschlag 14 Gewehr. Das ist ein komisches Gewehr eigentlich. 4 Schütze normalerweise, also nicht normal. Also ich sehe nichts weiter. Jemand schaut auch nach Nordwest. Ja, ja. Und in die Richtung könnten die Überbleibsel von der Patrouille noch auftauchen. Wir haben im Südosten einen Kampfboot im Wasser. Kann mir jemand sagen, mit welcher Fraktion das bemannt ist? Ja, das ist Blue Force. Okay, ja, alles klar. Ja. Dann war das andere wahrscheinlich wirklich verbündet vorhin. Ja, gut. Stimmt mich ein wenig sicherer. Naja. Dafür, dass die Fahrzeuge noch intakt fahren, das Ding direkt daneben steht. Ich habe auf 70 Grad hinter den Büschen, hinter dem Hügel, nochmal einen LKW. Jo. Der ist schon bekannt, oder? Jo, habe ich schon gesehen. Danke. Gut, dann weiter vor bis zu den Gebäuden. Okay, und los. Ball geht. Beiden Raketenspezialisten, falls eure Raketenwerfer verbraucht sind oder ihr keine Munition mehr habt, dürft ihr vom Feind Raketenwerfer requirieren. Ja, ich bin einfach nur leer
darf ich mal zu den Kühlschrank, darf ich mal zu der Waschmaschine gehen und gucken, ob ich da irgendwas finde, was interessant ist. Also Raketenwerfer messen. Natürlich. Der Rest baut eine Rundumsicherung auf, bitte auch den Fall, den Bereich hinter uns in Auge behalten. Südost steht. Südwest steht. Okay, ich habe jetzt eine RPG mit 4 Schüssen bekommen. Also alle Einheiten, ich habe eine Feindwaffe ausgerüstet, also nicht erschrecken bei den Schüssen, sie sind auch vermutlich schon hier. Loki, hier Atlantis, wir rücken jetzt rechtzeitig vom Hangar am anderen Ende des Rollfeldes auf das Gebäude vor und rücken dann von dort auf den Hangar. Haben verstanden, Atlantis. Husky, hast du vor, rechts oder links reinzugehen? Wir gehen nach links, weil wir von rechts reinbekommen. Links, Schüsse. Ich nehme an dem Laster Deckung. Hier hinten hinter dem Stein positionieren, das ist jetzt ein großer Stein. Okay, wir haben hier links. Hangar ist ein Kampfhubschrauber. Linksseitig vom Hangar haben wir einen großen Stein, dort haben wir Position bezogen, da befindet sich auch eine Soundöffnung, also würde ich vorschlagen, du würdest zu uns aufkommen. Verstanden, ich rück jetzt los. Soll ich den Kampf in einem RPG-Schuss? Nein, negativ. Da ist ein Flakpanzer hinten an den Parkplätzen. Fette Basis, die die haben, ey. Alter Schwede. Nochmal wiederholen, ich hab's gehört. Komm. Wie wär's, wenn wir den Jet ein bisschen drehen und dann den Flakpanzer wegballern? Atlantis, kommen? Ja. Hast du den Funkspruch von Husky erhalten? Nein. Ich wiederhole, soll ich den Kampfjet mit einem RPG-Schuss eliminieren? Komm. Ja, positiv. Alles klar. Widerlegt. Bad Killer Funky, bitte mal hier das Gebäude rechts sichern. Eine Sache will ich mal einem anmerken. Verstanden. Achtung, Kreuze. Boah. Ja, Was ich gerade nur anmerken wollte, ist, dass die genau auf der anderen Seite vom Jet sind. Also hätte er die nicht getroffen, hätten wir die Rakete voll abgekriegt. Ich hab grad voll den Grafikbug. Bei mir ist der Regen schwarz. Okay. Vielleicht wegen dem Rauch oder so. Bei mir ist aber auch bei mir gerade schlagartig dunkler geworden irgendwie. Ah, jetzt geht's grad wieder. Ah, okay. Alles klar. Berlin Mod. Ja, Batman geht davon, wie gesagt, das Gebäude recht sicher. Ich hab nichts gehört durch die Explosion. Alles klar, dann reiß mal die Tür auf. Alles klar. Wie wär's, wenn ich da krass eine Granate reinschmeiße? Dazu bräuchte ich nur eine Granate.
Moment, lad mal ein neues Magazin ein. Jawohl. Ja, ein Fahrzeug. Hörte ein Fahrzeug. Ja, nix. Ja, ich hab es auch gerade gehört, aber jetzt ist weg. Loki meldet Norden gesichert. Kann nichts erkennen. Ah, ich geh unsere Jungs. Okay. Hier am Hangar, oder? Ja. Ah, da, okay. Alles klar. Alles sauber. Die Halle ist sicher, Atlantis. Alles klar. Ja, verstanden. Loki, Atlantis, kommen. Loki hört. Wir werden jetzt am nördlichen Ende vom Flugfeld zu euch rüberrücken und werden dabei den Hangar so ein bisschen in Augenschein nehmen. Verstanden, sind ja gerade hinterm Hangar unter. Unsere Freunde werden beschossen. Wir werden jetzt erstmal hier Richtung, es ist das 330 Grad an dem Quad vorbei, zu diesem zu dieser Blechhütte vorrücken. Wir werden dann von dort versuchen, unsere Jungs zu unterstützen. So, Atlantis, nochmal Loki hier. Ich halte es gerade für zu unsicher, hier hinterm Hangar vorzurücken. Wir nehmen jetzt die andere Seite. So, verstanden. Gut, also wie gesagt, 230 Grad an dem Quad vorbei auf die Blechhütte vorrücken. Los. Alles klar. Achtung, Kreuze. Jo. Und los. Eins geht. Zwei geht. Was? Drei geht. Also 330, ne? Nicht nur 30. Ja, Schüsse links! Naja, das war jetzt am Bedford, weil wir in die falsche Richtung laufen. Sollen wir jetzt nicht hier vorbei? 330. MG ausgeschaltet! Wunderbar. Ich muss mal Munition checken. Alles klar. Warum hat Husky denn jetzt noch? Oh, oh, direkt vor uns in den Waldstück nähern sich Infanteristen. Direkt unterhalb von uns vor dem Haus. Achtung, Bad Red lädt! Status? Ein Verbund. Wir werden aus Südosten flankieren. Wir werden aus Südosten flankieren, aber wir sind gut, wir kümmern uns drauf. So verstanden, wenn ihr dort starkes Feuer bekommt, dann eigenständig vorrücken auf diese Anlage. Auf 320 Grad verstanden. Einheiten, kannst du mal hin. 320? Check das jetzt mal genau aus, Loki. Da rennen sie in einem Wald hinten. Verstanden. Im Gebäude sein wahrscheinlich. Deine blauen Zaun, hinter dem blauen Zaun auf 300.
Jo, sehe ich. Mehrere feindliche Einheiten bei dem zerstörten bewaffneten Ifrit. Positiv. Zwei Magazine. Klasse gemacht. Oh, bei mir, ich hab noch eins, das ist zu 80% voll, ansonsten ist bei mir fast alles leer. Also dann habe ich noch zwei leere Magazine mit ein paar Kugeln. Jo, bei mir ebenfalls. Gut. Wir werden jetzt auf die Solaranlage vorrücken. Erster Punkt wird das intakte Haus sein im Nordwesten. Verstanden. Dann, wenn ihr keine Schüsse mehr hört und keine Feinde mehr seht, dann weiter vorrücken. Okay, los. Loki Atlantis, wir rücken jetzt auf die Solaranlage vor. Unser erstes Ziel ist das Gebäude, zweistöckig mit rotem Dach. Verstanden, sollen wir auch vorrücken oder von hier aus Feuerschutz geben? Ihr könnt auch ruhig drauf vorrücken. Explosion voraus, ca. 20 bis 40 Meter. Jo. Erstmal an dem Steinen, an der Mauer hier in Deckung gehen. Jawohl. Oh, da rumpelt's. Steinmauer auf 300 Grad. Okay, Batrat Killer Funky an das Gebäude vorrücken, Gebäude sichern. Verstanden. Schuss von rechts. Fuck, 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 ich werde hier beschossen. Ihr Bankihaus ist clean. Geh mal nicht wieder raus, wir wurden da gerade voll beschossen. Atlantis.
Weiteres, mein Trupp hat so langsam leichte Munitionsprobleme. Da ist der Motherfucker ja. Stirb endlich, du Motherfucker! Endlich. Bedford, die Feindkontakte, wo waren die gerade? Nordost? Bitte was? Feindkontakt jetzt gerade? Feindkontakt war direkt im Osten. So 40 Meter vom Haus, es war auch nur einer. Okay, alles klar, dann war das der, den ich vorhin gesehen habe, der wollte uns flankieren. Ja. Seid ihr noch draußen? Jo. Okay. So, so langsam wird es ein bisschen dunkel, wir müssen uns beeilen. Loki, hier Atlantis kommen. Loki hört. Status, wo seid ihr? Ungefähr am südlichen Eck der Solaranlage, an hinter einer Steinmauer. Wir bekommen hier Beschuss aus Südwesten rein. Aber nur sporadisch. Okay, so verstanden. Dann klärt das, wenn ihr die sehen könnt, eliminiert sie. Ansonsten drückt jetzt in die Solaranlage ein. Wir werden das ebenfalls aus Osten tun. Verstanden. Gut, dann rücken wir jetzt hier durch das Haus in westliche Richtung in die Solaranlage ein und werden die sichern. Okay. Wenn alle bereit sind, dann Abmarsch. Bin bereit, bin auch schon im Haus drin. Hans, komm rein. Ja. Wo ist ein Killer Funky? Bin hier. Okay. Vorne, draußen, glaube ich schon. Killer, wir rücken ab. Ja, ich hab's gehört. West-Nordwest, Schüsse. Ja, positiv. Habe ich auch gehört. Okay, nehmt Deckung soweit möglich. Atlantis, da beim Zarmak-Transporter befinden sich wahrscheinlich Feinde. Hier rechts bei dem Zarmak, oder was? Okay, so verstanden, danke. Ja. Nee, links. Der ist gemeint. Husky? Wir zwei einer. Rücken jetzt hinterher, gebt uns ein bisschen Deckungsfeuer bitte. Ja, verstanden, aber wir haben hier keine Feinde, wir haben hier die Feinde, die wir gesehen haben, ausgeschaltet. Okay, hatte ich gerade nicht mitbekommen. Bedford, nächstes Ziel, Nordwest, das kleine Haus mit der blauen Tür. Verstanden, alles klar. Wenn das Gebäude gleich gesichert ist, möchte ich gern. Killer Funk, hast du noch Raketen? Ja. Dann haust du bitte den Ifrit hier vorne weg. Ah ne, kannst du auch so nah nicht mit dem Ding. Warum nicht? Ja, dann gut eigentlich der Schuss. Wieso? Weil die Rakete erstmal ein bisschen nach oben fliegt. Ach so. Okay.
Würde mich nicht wundern, wir zerstören gleich den unbewaffneten E-Fried, der hier in Solaranlagen kämpft. Verstanden. Sag ich doch. Wir sind jetzt gleich am südwestlichen Ende der Solaranlage. Geht in die erste Stück nach oben, das ist das Problem. Kann es nicht so viel verbinden. Ich kann nicht auf schießen, da sind wir gleich. Dann wollte ich nicht. Verwundete Zeichen. Ja, ich glaube, das ist ziemlich nervig. Wenn ich euch angucke, ich kann es weglegen, wenn ich euch angucke, ist er da. Okay. Aber gut gemacht. Gut, nächstes Ziel ist die Lagerhalle nordwestlich. Verstanden. Sind es unsere Verbündeten bei dem Zermak? Ja. Okay. Ja, wir sind beim Zermak, nicht beschießen. Hat er doch nichts zu entscheiden. Gut, alles klar. Boah, jetzt feiern die richtig Leuchtspur da hinten. Jo. Also ich schätze mal, dass da hinten wahrscheinlich noch so ein Kampfboot auf dem Trockenen ist. Jo, kann sein. Die ganze Zeit einfach blöd in den Himmel flackt. Gut, Loki, dann rückt auch mal in die Solaranlage vor und sammelt euch mal mit uns hier in der großen Lagerhalle. Verstanden. Mike, du kannst dann den Posten an der Mauer abbrechen und wieder zurückkommen. Jawohl. So, komm, wir reißen die Tür auf und ich gebe da einfach mit meiner Megapistole Sperrfeuer rein. Red, Hans, ihr geht mal bitte durch die Seite rein.